Auf den ersten Blick kann man schon sehen, dass der Veranstalter eine richtig schwere Strecke austrassiert hat. In einem wunderschönen Gelände mit schön vielen Steigungen. Und es gibt auch völlig tiefen Boden. Aber die Brezen sind sehr gut. Also ist auf jeden Fall eine crosswürdige Strecke, auch für die deutsche Meisterschaft. Von daher freue ich mich jetzt dann schon auf das Rennen. Ja, da gab es schon so viele Überraschungen, deswegen ist der Cross eigentlich immer so eine kleine Wundertüte. Und insofern gibt es keine so richtige Taktik. Also letztendlich heißt es einfach schnell durch. Wird also, ja, ich glaube, eine spannende Geschichte. Das Geläuf war extrem tief. Die matschigen Passagen sorgen dann definitiv dafür, dass es nicht zu einfach wird. Meine Mami hat mich gerade noch von der Herfahrt hier angerufen und hat gesagt, ja, Kind, mach dir auf jeden Fall die Schuhe zu. Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, es geht nicht um die Zeit. Wer da ist, ist da und wer da ist, muss geschlagen werden. Da ist ja zum einen meine Mannschaftskollegin, die Maren Kock. Der Ringer Richard, der, denke ich mal, das Feld anführen wird. Die Maya Rebeck in der U23. Also die Konkurrenz ist ja schon richtig gut. Cross hat seine eigenen Gesetze.